ist Vollendung der Taufe. Da hinten steht euer Taufbecken, jedenfalls für die meisten von euch. Etliche von euch habe ich dort getauft, die meisten von euch. Ich erinnere mich gerne daran, was macht ihr so zuletzt? Und jetzt seid ihr herangewachsen, groß seid ihr, schön seid ihr, ihr wachst der Vollendung entgegen. Wenn das Haus vollendet ist, können die Leute einziehen. Wer zieht bei euch ein? Gottes Heiliger Geist soll in euch einziehen. Schön, lieber Herr Weihbischof, dass Sie bei uns sind und dass Sie auf unsere Firmlinge den Heiligen Geist legen. Könnt ihr euch vorstellen, in unserer Kirche, in unserer Gemeinde mitzuarbeiten? Wir brauchen euch. Kommt, macht mit. Übrigens brauchen wir nicht nur Ja-Sager, sondern auch Ja-Tuer. Und wir haben natürlich nicht den Heiligen Geist für uns gebracht. Möglicherweise, ach, ich bin da ganz sicher, wird er gerade durch euch Großes wirken.
um heute das Sakrament der Firmung von ihm zu empfangen. Ja, in dieser Zeit haben wir unseren Glauben vertieft, überdacht, erweitert und gefestigt. Wir möchten gerne Ja zum Glauben sagen und Sie bitten, uns nun das Sakrament der Firmung zu spenden. Die Firmlinge kommen jetzt in ihren Warten hierher für den Bischof. Christen in der Taufe von der Jordanus befreit, du hast ihn aus dem
Gib ihnen den siebenfachen Geist der Weisheit und der Einsicht, den Geist des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Lass sie euch ein Leben in der Nachfolge Jesu zur Fülle und zum Glück gelangen. Durch Christus, Julia, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, des Heiligen Geistes. Philipp, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, des Heiligen Geistes. Julia, sei besiegelt durch die Gabe Gottes. Pascal, der Friede, Pascal sei besiegelt durch die Gabe Gottes, des Heiligen Geistes. Roland, sei besiegelt durch die Gabe Gottes, des Heiligen Geistes. Gib uns die Fähigkeit, jeden Menschen mit Respekt zu behandeln. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Thank you.
Oh,
Kollegen. Marion und Julian muss ich entschuldigen, müssen bei einer Arbeit und zu früh nicht hier sein. Mit einer Geschichte möchte ich euch etwas sagen. Die Geschichte handelt von Fritus, der Fremdenbund war. Er war mit seinem Vater und einer Karawane angekommen, um auf dem Markt schöne Stoffe zu verkaufen. Fritus war sehr neugierig und wollte sich die Stadt genau anschauen, denn es gab viele Märkte in Rom, so wie bei uns im Mittelalter auch, es für jeden Beruf eine eigene Gasse gab, in Aachen, beispielsweise Körbergasse, Krämergasse, Seilgraben. So war das im alten Rom auch. Und Fritus war sehr neugierig und wollte sich alles genau anschauen, um später zu Hause davon berichten zu können. Als er so durch Rom zog, entdeckte er in einer schmalen Gasse eine kleine Gruppe Kinder, die ein seltsames Spiel spielten. Ein älterer Junge, so in eurem Alter, zeichnete in einem kleinen Stock ein Symbol in dem Staub der Gasse und die anderen mussten beraten, was er darstellen wollte. Plötzlich sah der Junge auf, schaute Fritus an, lächelte ihn an und fragte ihn: Bist du fremd in der Stadt? Ich heiße Felix. Fritus nickte nur und dann sagte er: Ich heiße Felix. Daraufhin Fritus wieder zu ihm: Magst du mich mitspielen? Hast du auch ein Rätsel für uns? Felix kniete sich nieder, nahm das Stöckchen und malte die untere Hälfte eines Fisches in den Staub. Daraufhin sah Fritus ihn an, lächelte wieder, vollendete diesen Fisch und frug dann: Kennst du dieses Zeichen? Felix sagte nicht viel, sondern ging hin und zeichnete mit einem Finger ein Kreuz auf den Fisch. Daraufhin meinte Fritus: Ich sehe, du gehörst zu uns. Wir treffen uns sonntags morgens in der Krämergasse zum gemeinsamen Gebet und zur Feier bei euch als Teamfeier. Du bist mit deinen Leuten ganz herzlich eingeladen. Das Haus kannst du ganz leicht finden. Es ist in der Mitte der Gasse. Auf einer Karre an der linken Seite kannst du einen wunderschönen Fisch sehen. Wenn ihr dreimal kurz kommt, machen wir euch auf. Ihr seid herzlich willkommen. Bis sonntags dann. Die Geschichte hat nicht umsonst den Namen oder die Jungs in dieser Geschichte, Fritus und Felix. Mit diesem Namen haben wir etwas gefunden. Fritus heißt übersetzt der Lebensstarke. Und Felix heißt der Glückliche. Wir möchten euch wünschen, dass er stark und glücklich durch euer Leben geht. Und damit ihr euch daran erinnert, möchten wir euch ein kleines Kreuz mit auf den Weg geben, das ihr tragen könnt. Und in dem Kreuz ist ein kleiner Fisch eingeritzt. Vielleicht denkt ihr dann ab und zu an Fritus und Felix und denkt auch daran, was diese beiden Namen eigentlich bedeuten. Der Bischof hat mir noch etwas für euch mitgegeben, und zwar hat er für jeden von euch sein Freundschaftsbändchen mitgegeben, auf dem dann, zwar in Englisch, aber ich sage es lieber in Deutsch, berühr mich Gott steht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass ihr euch im Leben immer wieder von Gott berühren lasst. Sind den Leib und den Mund deines Sohnes gestärkt.
Eucharistie gefeiert haben. Herzlichen Dank, liebe Sängerinnen und Sänger, aus unseren beiden Chören. Herzlichen Dank allen, die vorbereitet haben. Kirche muss schön sein. Kirche muss auch schmecken. Und deswegen wollen Ihnen nun Julia und Philipp etwas schenken, das eine, das schmeckt gut, wir jedenfalls nicht sterben immer davon. Und Julia bringt den Wunsch raus, er sagt dem Bischof ein herzliches Dankeschön und eine gute Zeit. Und das ist der Applaus, lieber. Jede Stunde des Lebens kannst du Gott bitten, sende mir den Geist. Ihr werdet die Gaben schenken.